Das müsste auch dran sein. Der Klassiker. Dann rede ich inzwischen weiter. Und hier unten, also habe ich mal gehört. On-off steht hier. Guck mal, ob das. Ist Englisch on-off und jetzt müsste es auch gleich gehen. Ansonsten gebe ich dir dann gleich mein Mikrofon. Aber ich meine, wir sind ja unter uns. Genau, also ich wollte sowieso jetzt hier nicht ewig auf der Bühne zu bringen. Wir sehen uns ja heute Abend noch wieder. Steven Dornbusch habt ihr schon begrüßt und an die. So, ich will mal ein kleines Mikrofon in die Maschine. Oder ob Sie die auch hier mit Ihnen zumindest überlegen. Vielen Dank, hallo. Schön, dass ihr alle gekommen seid. Da merke ich wieder, Mobbing funktioniert nur, wenn alle mitmachen. Ne? Dein Mikrofon geht, meins nicht. Also für mich ist es ja heute das zweite Mal und viele Gesichter, die ich hier unten so sehe, darf ich nun auch zum zweiten Mal begrüßen zum Fanhören, zum exklusiven Hören des Albums, was ich jetzt ja, knapp ein halbes Jahr, dreiviertel Jahr begleitet habe. Und für mich ist es gar nicht mehr so neu und so spannender finde ich es jetzt gleich, eure Gesichter zu sehen. Die Reaktion vergleichen mit letzten Jahr. Ich glaube, letztes Jahr war fast dieselbe Zeit. Ne? War das in Neuenhagen? Oder? Das war in Neuenhagen, ja. Die Platte kam ja am 30. Dezember raus. Und das Vorspiel war im November oder okay, Oktober. Dann also liegen ein paar Monate jetzt, dazwischen. Da hast du jetzt ein bisschen daneben gegriffen. Das ist sehr gut. Vielen Dank an Lukas, der mein Co-Produzent, der wirklich ganz tolle Arbeit geleistet hat. Ich möchte bei dieser Gelegenheit auch betonen, dass es ja neben diesem Buch auch noch ein, neben diesem Album auch ein Buch gibt. Und da möchte ich mich nochmal bedanken bei Christian Henschel, der heute Abend übrigens auch da sein wird bei der Talkshow. Der wird auch noch ein paar Fragen beantworten. Ja, der sitzt da. Ja, und ansonsten wünsche ich euch jetzt erstmal guten Appetit. Und ich denke mal, wir sehen uns heute Abend in zur Talkshow. Da wird dann dieses Buch präsentiert und das wird dann auch hier hinten zu sehen sein. Vielen Dank dafür, Dammer. Hallo. Ja. Bei mir geht's wirklich. Jetzt, ja? Ja. Also, ich möchte mich im Namen des Maschinenfanclubs und natürlich in meinem persönlichen Namen ganz herzlich bei dir, bei Silvia und natürlich bei Steven für die Möglichkeit bedanken, das Album
als erste im Komplettforum zu hören. Ich habe mir sagen lassen, irgendjemand hat, da ist dazu ein Begriff rum, Doppelwumms. Dann war das ein 13-facher Wumms, dein Album. Absolute Spitze. Ich meine, ich bin seit 73 Budis und Maschine-Fan. Ich kenne also alle Titel aus dem FF. Und ich muss dir sagen, alle, die du neu gemacht hast, sind für mich persönlich besser als wie die Originalen. Insbesondere meine ganz klare Nummer 1, das Buch. Es ist eh nachweislich einer deiner besten Songs, den du je geschrieben hast. Und ich hoffe, dass er jetzt den Zuspruch erhält mit der Single, den er eigentlich verdient. Wenn ich mich richtig erinnere, hat Jörg Stempel der Letzt gesagt, mit dem Titel Das Buch ist dir ein Titel gelungen, der nicht polarisiert, also der nicht einseitig interpretierbar ist. Also das ist ein absolutes Highlight. Meine Nummer 2 ist da, Fanclub-Chef auf das Leben, ist nochmal eine Nuance und nochmal einiges besser. Und meine Nummer 3, ganz persönlich, 100.000 Leinwichter. Also ein ganz, ganz starkes Album. Und wie guter Wein, du wirst jedes Mal besser. Ja, vielen Dank. So, von mir wirst du ja da wenigstens antworten. Es gibt ja eigentlich immer zu jedem Album von uns, übrigens ist das fünfte Fanhören. Immer ein Geschenk vom Fanclub. Du machst uns aber natürlich auch nicht einfach mit den Titeln des Albums. Wir haben diesmal uns nichts gekauft, sondern wir haben ja über Handwerker bei uns im Fanclub. Wir haben was für dich selber gemacht. Und zwar haben wir den wegweisenden Lebensbaum mit Maschines Lebensfrüchten. Also, mein Weg, es ist deine Geburt. Deine Budis-Zeit mit 47 Jahren, deine Solo-Karriere, mittlerweile auch schon wieder 10 Jahre. Und natürlich das absolute Highlight für mich persönlich, ich denke für dich in dein Leben, die Hochzeit von mit Silvia und natürlich die Nachkommen, genau. Deine beiden Kinder. Ja. Ich hoffe, es gefällt dir und es passt zum Album. Ja, also da möchte ich mich natürlich sehr bedanken bei euch und ich habe ja auf dem Album übrigens jetzt eine Danksagung, wo ich mich bei allen Fans bedanke, dass sie so lange durchgehalten haben und mich natürlich unterstützt haben, dass sie meine Musik immer noch gerne hören und dafür bin ich sehr, sehr dankbar. Und vielen Dank an dich, Oliver. Und wir haben natürlich noch was für deine... Das ist wirklich sehr schön, ja. Ach so, eins muss ich noch dazu sagen. Nicht, dass jetzt einige denken, das hat mit hier alten Baum zu tun. Es hat natürlich was mit dem alten Baum zu tun. Und da möchte ich noch sagen, weil es eigentlich dein zweitbekanntester Song ist, den du komponiert hast. Mhm. Altwin Baum. Das vergessen immer viele gerne. Es ist dein Song. Richtig, genau. Mhm. So, und dann haben wir natürlich auch noch was für unsere Silvia. Die hat sich wieder versteckt. Du kommst auf die Bühne. Das habe ich noch nämlich gedacht. Wir haben von dir zwar nicht die originale Maschine Orchidee bekommen. Nein, wir haben sie leider nicht bekommen. Aber wir haben aber, darf ich was dazu sagen? Ganz zufälligerweise hat die Orchidee 5 Triebe, 5 Blütenstängel. Irgendwie ist das ja. Ein gutes Omen. Und wir wissen, also
du passt ja auf Maschine immer auf. Das habe ich ja schon mal gesagt. Du bist wirklich Maschines Rückgrat, der Halt. Und was ich noch sagen wollte, das ist so schön, dass du ihn in Rente schickst. Das ist wunderschön, aber ich bin so gerührt. Ja, also lieben Dank, aber die mit dem Baum, die ist so, das berührt mich unheimlich. Habt ihr wunderschön gemacht. Ja, ja, danke. So schön. Ja. Schwer? Nee, die ist nicht mehr. Oder meinst du mich? Oder meinst du mich jetzt? Also. Ja, also lieben Dank. Und es macht unheimlich Spaß, mit euch zusammenzuarbeiten. Oliver ist ja so der direkte Kontakt, aber es sind ja so viele, die Christine und die Monika und ja, der Ronny und ich weiß den Namen alle gar nicht. Ihr seid ein wunderbares Team, Andreas und wie heißt es? Daniela, entschuldige. Ja, also wir sind sehr gerührt, es ist sehr schön, dass ihr wieder alle gekommen seid und wie gesagt, macht unheimlich viel Spaß und es besteht ein unheimliches Vertrauen untereinander. Also wir geben euch viel Vertrauen und wir bekommen auch das Vertrauen immer zurück und das freut uns unheimlich. Und es gibt immer wieder Kraft. Und jetzt gehe ich mal weg zum Heulen. Ja, ich denke, jetzt gehen wir alle ein bisschen heulen. Ich danke euch nochmal, dass ihr so gut. Ach so, mein letzter Satz. Ihr habt das Album gehört. Und ich bitte euch innigst, geht in die Welt und erzählt davon.